It is natural to die. Hallöchen und ein herzliches Willkommen hier bei ETS 2. Diesmal bringe ich wieder eine weitere Folge. Es geht sogar direkt da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, weil privat habe ich nicht weitergespielt. Ich habe ja letztens erwähnt, dass ETS nur ab und zu mal so eine Folge kommt, wenn ich gerade Lust habe, mal eine Folge zu bringen. Aber ich werde natürlich nicht immer ETS aufnehmen, wenn ich spiele. Ja, weil ich noch gerne privat spiele. Und ein zweites Profil habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust anzufangen, da ja nach dem Neuaufspielen des PCs ja eh alle Daten verloren sind. Und jetzt vielleicht mit euch nochmal bei Null anfangen, das frisst so viel Zeit. Und für das Spiel dann vielleicht nur eine Folge in der Woche kommt oder vielleicht zwei oder vielleicht auch mal ein paar Wochen keine. Das kommt einfach so, wie ich gerade Lust habe. Es sei denn natürlich, ja, die Leute wollen mehr, dann werde ich darauf reagieren, aber natürlich erst, wenn es soweit ist, ne? Ja, gut, ich würde sagen, wir machen mal einfach eine neue Fahrt hier. Letztes Mal sind wir irgendwo in der Nähe von Italien gewesen, oder es war schon Italien, ich weiß gar nicht genau. Aber ja, Frachtmarkt. Gut, wir sind hier in Nizza und ich würde sagen, von Nizza aus, was haben wir denn hier? Oh, Schwertransport haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, aber unsere Zugmaschine ist einfach momentan noch ein bisschen zu schwach, um hier wirklich Schwertransporte zu machen. Ja, das ist natürlich, wir fahren hier für 2 Minuten. Okay, ja, wieder zurück nach Frankreich ist irgendwie blöd, ne? Weil wir wollen ja auch die ganzen Städte erkunden. Ich glaube, das scheint die einzige Lösung zu sein. Ich habe es jetzt geordnet nach Kilometer. Geld pro Kilometer. Ja gut, dann wird es halt etwas eine kleinere Folge diesmal. Unter eine Stunde. Aber ja, ich würde sagen, wir nehmen hier diesen Kranwagen. Starten wir das mal. Ja, das kriegen wir schon hin. Oder? Ja. Mir ist halt etwas schwer jetzt, aber ich denke mal, wir sind schon gut aufgestellt mit unserem Wagen. Oh, da stimmt was nicht. Einen Moment. Da stimmt etwas mit dem Lenkrad nicht. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, aber wahrscheinlich nicht. Geräte einstellen. Muss ich mal neu einstellen hier. Jetzt müsste es eigentlich passen. Einen Moment, jetzt bin ich wieder da. Schauen wir mal. Okay, alles passt. Sehr gut. Dann können wir hier auch direkt loslegen. Ich bin jetzt eh dabei, die nächsten Tage, Woche mir einen Sitz zu basteln. Ich hole mir ein Autositz einfach so, vielleicht auch ein Sportautositz, mal gucken vom Preis her. Und da werde ich dann irgendwie mal was basteln und mir so ein, ja, so eine Art Rennsitz machen. So, sind wir denn auch schon hier? Das wäre echt prima, wenn das der hier ist. Hier ist auch der Schwertransport. Ja, den nehmen wir. Fortfahren. Dann nehmen wir den jetzt mal an. Dann gehen wir mal hier nach rechts hier. Perfekt. Oh, das Ding sieht schon ziemlich schwer aus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, da wollte ich jetzt nicht. Ob wir das hinbekommen. So. Jawohl. Laden wir das Ding mal auf. Ich glaube, dass es echt schwer ist. Das Ding hat ordentlich Gewicht. Aber ich komme schon mal relativ voran. Das ist schon mal sehr gut. Was anderes will ich nicht. Oh, doch, um die Kurve ist nicht so leicht. Da brauche ich wahrscheinlich ein bisschen mehr PS. Aber oh, da ist echt viel los. Das Problem halt ist,
Wir haben noch nicht so viel Kohle und ich weiß nicht, was ein neuer Motor oder Getriebe und so kostet. Eigentlich will ich Geld sparen für mein Scania. So Leute, könnt ihr mich mal durchlassen? Was ist denn da los? Lass mich doch mal durch. Ist es immer noch rot oder was? Vorne steht auch die Feuerwehr. Ich werde hier jetzt rausgehen. Ist mir egal. So. Nächste, wo wir stehen. Jetzt können wir fahren, glaube ich. Uiuiui, muss ich echt aufpassen jetzt hier, wenn wir hier rumgehen. Ja, alles klar, passt. So. Gut. Jetzt sind wir hier auf dem Weg nach Italien. Oder wir sind schon in Italien, ich weiß gar nicht. Das ist eine gute Frage, aber es sieht schon sehr südlich aus von den Bäumen und so her. Von dem her kann schon gut möglich sein. Ja, ist ziemlich leise gerade, habe ich irgendwie das Gefühl. Bisschen Radio würde nicht schaden, aber GEMA-mäßig, ihr wisst schon. Ich könnte im Hintergrund eigentlich mein Ding laufen. Oh, das war jetzt böse. Mein Ding laufen lassen, so freie Musik, die ich damals in Minecraft benutzt habe, aber es ist halt schon, die ist schon alt. Und vielleicht habe ich sie jetzt auch hinten dran eingefügt. Zumindest dann für euch. Ich finde es zwar jetzt auch gerade ein bisschen leise, aber ist halt so. Man muss ja ein bisschen chillen mal, wenn man Truck fährt. Das passt dann schon. So. Das ist gut, das ist nämlich eine Ampel. Ihr seht es hier. Die ist eine große und eine kleine. Und dann sieht man es auch von unten. Das ist gut gelöst. Dann nicht so wie in Deutschland. Auch in Amerika finde ich es relativ cool, dass die Ampeln im Prinzip nicht an deiner Kreuzung sind, sondern über der Straße an der Kreuzung. Da sieht man die Ampeln einfach immer, nicht so wie bei uns. Das ist schon ein bisschen blöd. So, ich glaube, wir können jetzt nach links. Gehen wir mal hier nach links. Hier in unserer Europa-Tour. So, jetzt gehen wir hier nach rechts. Ist das da vorne ein Kreisel? Das ist ein relativ komischer Kreisel. Dann gehen wir hier rum. Und jetzt haben wir nicht geschaut. Zum Glück ist nichts passiert. Das ist schon mal sehr gut. So, bin mal gespannt, wie viel Gas wir jetzt eigentlich geben können mit der Ware. Hier in Italien dürfen wir 90 fahren. Okay. So, wir haben früh am Morgen. Nämlich sind nicht wirklich ausgeschlafen. Ich hätte erst schlafen sollen. Benzin geht gerade noch so, würde ich sagen. Kann man mit leben. Und dann geht's jetzt weiter ins Landesinnere. Uiuiui. Ein Unfall. Da ist ein LKW abgefackelt. Nicht sehr schön auf jeden Fall, ne? So, jetzt gehen wir weiter nach rechts wieder. Werden unsere Position hier einnehmen. Bin mal gespannt, ob wir die 90 knacken können. Wird schwierig bei dem Gewicht. Aber lassen wir uns mal, wie nennt man das? Erfreuen. Überraschen, so rum. Es geht, glaube ich, auch ein bisschen bergauf. Schwierig. Weil jetzt geht's halt über den Berg bald.
Also zumindest so am Berg entlang, aber ein bisschen berghoch wird es wahrscheinlich gehen. An alle Strecken kann ich mich hier halt leider auch nicht erinnern. Ich glaube, so 80% von der Karte hatte ich damals aufgedeckt. So, jetzt sind wir 80. Ich darf doch 80 fahren, du Arschloch. Okay, 50. Naja. So, jetzt geht's runter von der Mount. Oder ab hier ist jetzt Italien. Das kann natürlich auch sein. Arschloch. Hurenbock. Entschuldigung. Gut. Beleidigen wollte ich jetzt nicht. Immer läuft dieses Spiel wieder flüssig. Das finde ich sehr gut. Generell, seit ich immer auf der gleichen Festplatte aufnehme, läuft es besser, wie wenn ich auf der anderen Festplatte aufnehme, die nicht mehr extern ist, sondern auch eingebaut. Aber anscheinend ist es für OBS besser, wenn man da aufnimmt, wo auch das Spiel gespeichert ist und das Programm. Eine andere Methode wäre halt, wenn ich das Programm auf eine zweite Partition lege, also auf eine andere Festplatte. Und auf eine andere Festplatte. Nein, das wäre das gleiche, glaube ich. Ist egal. Hauptsache, es läuft hier. Der Rest ist egal, würde ich mal sagen, ne? So, wir können 90 fahren. Wird schwierig, bergauf auf jeden Fall. Ja, da geht es ein bisschen am Berg entlang. Da überholt mich einer, weil er stärker und kräftiger ist, aber naja. Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen mehr Last. Ich weiß gar nicht, wie viel Last habe ich denn dabei? 36 Tonnen. Ja, das ist mal eine Hausnummer, Leute. Mit 36 Tonnen hast du ordentlich was zu rütteln so. Wie sieht denn hier eigentlich aus, wenn ich jetzt erst das hier? Oh, das war falsch. Ja, schaut mal, ich schlucke hier auch gerade ordentlich am Benzin. Durchschnitt ist bei 54. 80 schlucke ich hier Liter gerade auf 100 Kilometer. Gut, jetzt geht es wieder ein bisschen bergab. Mal gucken, was meine Motorbremse hier leisten muss. Auch temperaturmäßig wird es hier gerade ein bisschen heiß, auch die Bremsen. Geht das eigentlich? Kann man seine Bremsen hier überhitzen? Ich bin der Meinung, es geht nicht. Aber cool wäre es schon, wenn man so richtig realistisch wäre, wenn man wirklich so ab und zu auf den Bremsen drauf müsste, wie im echten Leben ist es ja auch so, wenn du stark bergab gehst, darfst du nicht die ganze Zeit auf der Bremse bleiben, sondern musst immer bremsen, wieder lösen, bisschen rollen, wieder bremsen, damit du die Bremsen nicht überhitzt, weil sonst sind die 0, nix am Arsch. Die werden halt dann zu heiß. So, wahrscheinlich kann ich da einfach durch. Das ist cool. Sowas finde ich echt gut. Aber es sieht echt nice aus hier. So in den Ge in Bergen und so. Das ist schon cool. Freue mich auch schon auf das neue DLC dann, wenn es rauskommt. Muss mich da mal ein bisschen genauer. Ja, mir fällt mal, ey, manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Recherchieren ein bisschen so, ne? Aber es geht, glaube ich, noch ein bisschen, bis es kommt. Ist jetzt aber nicht schlimm. Denn man fährt hier ja trotzdem und einmal im Jahr kommt halt eine Kartenerweiterung. Es ist schon gut so. Weil irgendwann ist ja auch Europa voll. Was machen die dann mit ETS, wenn es voll ist? Ändern sie den Namen einfach zu Truck Simulator?
Ich hatte es letztes Mal, glaube ich, schon davon, dass es cool wäre, wenn es einfach nur, wenn es ein World Truck Simulator wäre und die das so weit ausbauen würde, dass halt irgendwann noch andere Gebiete dazu kommen würde. Griechenland, runter nach Ägypten und so. Aber wäre schon nice. Das würde ich echt nice finden. Aber was hat denn jetzt? Was war das denn jetzt? Todes Tier auf der Straße oder so. Ja, wenn man wäre das echt schon cool, wenn man die ganze Welt irgendwann bereisen könnte. Dann hätten sie auch noch für 10, 20 Jahre Content. Finde ich jetzt. Wäre cool. Weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich würde das echt cool finden, dass wir hier nicht nur auf Europa beschränkt sind. Ich meine, klar, mit den Pro-Mods. Falls jetzt überhaupt schon jemand in die Kommentare reingeschrieben hat, was ich da für einen Scheiß laber, man kann es ja. Ja, mit den Pro-Mods, Leute. Klar, mit den Pro-Mods kann man viel machen. Und mit den verschiedenen Karten, die man dazu holen kann. Aber ich meine, halt direkt im Spiel integriert, ohne Mod. Klar, zerstört man da ein bisschen die Mod-Community so, aber die müssen sich ja auch heutzutage schon anpassen, wenn jetzt ein Update kommt. Müssen sie ja ihre Gebiete dann anpassen. Aber manchmal sehen auch die Mod-Karten schon richtig geil aus, richtig gut gemacht. Momentan mache ich es noch nicht, aber wenn ich jetzt dann wirklich hier mal alle Städte und alles so erkundet habe, ich muss echt mal wieder ein bisschen öfters spielen, dann werde ich auch nach mir die Karten installieren, so richtig Russland und man kann dann auch nach keine Ahnung wohin, Wales da hoch. Ich glaube sogar bis nach Antarktis, so oder keine Ahnung. Also es ist echt ordentlich, was da für Karten gibt. Und nach Afrika würde ich echt gerne mal. Hab mir das mal angeschaut. Das sieht echt nicht schlecht aus. Und macht bestimmt Spaß. Und wenn halt, dann geht halt mal so eine Tour 150 Stunden oder so Ingame-Zeit. Also kann schon sein, dass du mal 6 bis 8 Stunden am Stück irgendwo hinfahren musst. Also ich würde mich interessieren, auch vom Geld her. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie das mit dem VS Connect, mit dem Trucking Books Dings da läuft, aber also meine virtuelle Spedition. Ich glaube nicht, dass er das abrechnet, aber geil wäre es schon. Theoretisch müsste es gehen mit dem virtuellen Spedition da. Trucking VS heißt es ja nicht. Truckbook gibt es ja auch noch. Wollte ich mir auch mal anschauen. Aber ja, also ich bin gespannt. Aber erstmal bin ich hier ein paar Stunden. Ach du heilige Scheiße, ach du heilige Scheiße, ach du heilige Scheiße, ach du heilige Scheiße. Wo ist er? Oh, wo. Ich bremse lieber mal. Lass den mal durch. Jetzt gibt's gleich Caramba. So, also wir sind auf jeden Fall jetzt in Italien. Ja, bis jetzt noch ein bisschen grün, aber wir sind ja so im Norden Italiens. Aber ja, auf jeden Fall echt schon mal schön. Bekomme ich direkt wieder irgendwie Heimweh. Bin ja halb Italiener und bin als Kind eigentlich jedes Jahr dort gewesen. Jetzt seit etwa, ich glaube, 6 Jahren nicht mehr. Weil Beziehungen und so, und dann willst du ja auch in Deutschland bleiben. Zeit mit deiner Freude verbringen und dann war halt irgendwie noch Zeit des Internets. Dann hast du gewusst, dort hast du kein Internet. Internets. Und deswegen ist man da halt dann auch nicht mehr wirklich hin. Ja, jetzt mittlerweile denke ich wieder, okay, könnte man mal wieder hingehen zum Chillen. Aber so die letzten 10 Jahre, sagen wir mal, war halt so, dass ich halt gewusst habe, wenn ich da runtergehe, habe ich nichts außer vielleicht meine Konsole. Und ja, heutzutage
geht aber online fast nichts mehr. Das ist halt schwierig. Und dann wollte ich auch immer Party machen, wenn ich Urlaub habe, rausgehen, Sachen machen. Und ja, wenn man halt jung ist, dann will man sowas halt auch nicht wirklich. Einfach in Urlaub zu gehen, alleine und sich da irgendwie langweilen. Aber mittlerweile bin ich jetzt 28 und ich denke mir, eigentlich schon geil. Du gehst da hin. Klar, wenn man da hingeht, muss man erstmal arbeiten. Wirklich. Das Zeug in Schuss halten, Sachen reparieren. Aber dann sonst nichts machen und halt viel essen und zunehmen. Also zunehmen ist so eine Sache, das auf jeden Fall. Da wird immer gekocht und viel gegrillt und Nudeln und Kohlenhydrate und Fett und wie es halt ist im Urlaub. Aber das darf man ja auch. Muss man halt mal sagen, das darf man auch. Jetzt hätte ich mittlerweile schon wieder Bock, auch jetzt mit meiner aktuellen Freundin vielleicht, auch mit ihrem Kind vielleicht dahin gehen und ja, chillen, die Sonne auf den Arsch scheinen lassen. Auch einmal ins Meer gehen. Das vermisse ich ein bisschen, so ein Meer. Meeresluft. Fisch essen, so. Und jetzt ist eh gerade die Woche von oh, die Osterwoche. Freitag ist Karfreitag. Ich wollte ja eigentlich tanken. Scheiße. Puh. Hoffentlich schaffen wir es zum nächsten. Ich glaube schon. Ja, bei mir ist das also am Freitag ist Ostern, Karfreitag haben wir alle frei und Montag auch. Juhu! Gepriesen sei die Kirche. Ja, nee. Wollte ich jetzt sagen? Genau. Und die Folge müsste eigentlich noch vor dem Freitag rauskommen. Ich kann aber nichts versprechen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das wird eine Osterfolge, Leute. Ostern. Oh, fuck! Ey, was ist denn eigentlich das für eine Verarschung immer? Ich kann es nicht verstehen. Warum machen die eigentlich sowas? Warum sind nicht alle auf? Ich dachte, blau kann man hingehen. Oh Mann. Jetzt habe ich mir hier selber meine Zugmaschine kaputt gemacht. 41 Euro. Steck sie dir in dein Poppes. So. Jetzt gehen wir hier schnurstracks weiter. Guck mal, wie herrlich. Es sieht doch so schön aus hier in Italien. So, wollen wir den Spiegel mal weg. Da wart nicht. Das wart. Machen wir den Spiegel mal weg. Ist ein bisschen blöd mit Spiegel, aber ich meine, ich kann ja auch so. Und muss ja dann nochmal so machen, wenn ich einen Spiegel habe. Okay, wir müssen hier rechts runter. Gott sei Dank habe ich das jetzt nicht verpasst. Keine Ahnung, wohin wir dann sonst gegangen wären. Niedriger Tankfüllstand, das ist mir bewusst. Aber vielen herzlichen Dank, dass du es mir nochmal sagst. Nein, wirklich. Ich vergesse viel. Ich bin ein sehr, sehr vergesslicher Mensch. Bekommt meine aktuelle Freundin auch gerade, wie ich immer sage, aktuelle Freundin, bekommt meine Freundin momentan auch so ein bisschen zu spüren. Weil ich jetzt so einer bin, du musst es mir sagen, dann mache ich's. Aber von selber komme ich halt leider nicht auf die Idee. Beispiel, gerade letzte Woche, letztes Wochenende, ich lauf, ich glaube, ich sehe den Hund, ich bin abends zum Hund laufen gegangen. Man muss sich auch gegenseitig helfen, weil sie muss aufs Kind aufpassen, kann das Kind ja auch nicht mehr mitnehmen, na ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, dreimal an dem Tag an dem gelben Sack vorbei gelaufen, der im Flur stand. Also aus dem Haus draußen halt im Hausgang sozusagen. Ich habe den nicht gesehen, Leute, ich habe keine Ahnung. Bis sie mal zusammen runter sind und sie hat den gepackt. Und dann sage ich, hätte es doch gesagt, dass der runter muss. Ja, das sieht man doch. Ja, keine Ahnung, ich bin so einer. Ich arbeite gern, ich mache auch gern Sachen, aber man muss sie mir sagen. Anderes Beispiel zum Beispiel. Sie hat mir gesagt,
Sie muss das Zeug, sie muss auf den Recyclinghof bis da und da. Die Hausverwaltung hat es beschwert, das Zeug muss da hinten weg. Aus dem Garten. Okay. Ja, weiß ich, hat sie mir mal gesagt. Nur habe ich halt wieder vergessen. Ja, bis sie mir dann 3 Tage vor zu mir sagt, ja, ein Kollege kommt und hilft ihr, das Zeug wegzubringen. Da habe ich zu ihr gesagt, hey, sag doch zu mir. Ich kann ein Ding organisieren. So ein Transit oder sowas. Dann sagt sie zu mir, du weißt es ganz genau, dass das Zeug weg muss. Sag ich, ja, du hast es halt mal erwähnt, aber man muss es mir halt noch mal sagen. Das ist das Problem. Ja, so ist es halt. Wieso steht hier eigentlich überall Tankstelle? Kann man hier noch mal tanken oder was ist hier los? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist auch kein Tankstellensymbol, oder? Doch. Schwierig. Schwierig mit den Frauen, auch schwierig mit den Männern, ganz klar. Mir muss mal Sachen sagen. Ich komme sehr, sehr selten mal auf den Trichter, etwas zu tun, was man mir nicht sagt. Leider. So, jetzt regnet es natürlich im schönen Italien. Das ist jetzt nicht so cool. Gefällt mir jetzt gerade nicht wirklich. Yeah, Leute, guck mal. Fahr mal ein bisschen hier von hier. Das hier ist halt auch cool in VR. Aber so ist auch nicht schlecht, ne? Man sieht halbwegs den LKW. Leider sehe ich nicht, ob ich da raus kann. Sehr gut. So, 2 Stunden noch, dann ist diese aktuelle Fahrt auch schon vorbei wieder. Ja, es hat eine etwas kürzere Folge, halbe Stunde, 25, 35 Minuten circa vielleicht. Ja, aber egal, was soll's. So, wir müssen hier, glaube ich, nach links jetzt. Der Streifen endet. Du lässt mich vorbei, Kerle. Dankeschön. So, wir fahren hier 85, ne, wir müssen aber 80 müssen wir fahren. So, überholen wir den mal getrost. Weil wir haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit, muss ich mal sagen hier. Ist schwer ohne den Spiegel, den man so sieht. Irgendwann gibt es mir eine Oculus Swift, dann habe ich die Oculus Swift an. Und dann kann ich schön hin und her immer schauen. Es geht nämlich viel schneller. Weil man dann mit den Augen gucken kann, den Kopf nicht mehr bewegen muss. Ich meine, es gibt ja anscheinend auch schon so ein Programm, wo man mit der Kamera, der merkt dann die Kopfbewegung und macht dann die Kamera ja dahin. Das ist schon cool. Hätte ich jetzt wenigstens 2 Bildschirme, wäre es auch nicht schlecht. Also 2 gleich große. Mit wenig Randdisplay. So. Gib Gummi. Ja, wir haben es mittlerweile sehr gut hinbekommen, aber wir haben gleich kein Tankding mehr. Scheiße. Hast du wohl verpasst? War da einer? Oh mein Gott, wir werden stehen bleiben. Wir werden sowas von stehen bleiben. Wobei 84 Kilometer, 87 Kilometer. Das wird einfach verdammt knapp, Leute. Scheiße. Das wird echt knapp. Das wird knapp. Okay. Schlafen müssen wir auch, aber schlafen werden wir. Werden wir noch schlafen? Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich brauche ganz dringend. Ich schau gerade mal. Oh mein Gott, wir brauchen Benzin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Okay. Die nächste kommt gleich. Ich dachte gerade, ich habe die gerade nicht gesehen. Das heißt also, wir kriegen es gerade hin, weil da vorne ist eine Tankstelle.
Die Frage ist, gehen wir schlafen oder gehen wir nicht schlafen? Ich schau grad mal, haben wir noch Zeit zu pennen? Die Lieferung muss in 15 Stunden ankommen. Hey, ja, das schaffen wir ja locker. Dann gehen wir noch eine Runde pennen. Oh, nice. LKW, kannst du vielleicht mal oder willst du auch hier raus? Ich glaube nicht, dass er raus will. Perfekt. Boah, das war also auf den letzten Kilometer fast. So wenig hatte ich noch nie. So, dann legen wir uns hier erstmal kurz in der Mitte vom Sandwich. Wir sind der Käse, nee, der Schinken. So, und werden hier erstmal kurz rasten. Jetzt wird wahrscheinlich Abend, Nacht sein. Jupp, egal. Kredit auch abgezogen, perfekt. Mal gucken, ob ich den Kredit mal wieder zurückzahlen kann, dann ist er weg. Aber hey, ich habe eigentlich immer einen Kredit am Laufen, weil das kann man ja machen. Kann man ja machen. So, endlich. Unsere Maschine freut sich. 1,53. Ja, ist nicht gerade billig, würde ich sagen. Billig, billig rangekommen. Leute, überlegt mir, ihr würdet für 1000 Euro euer Auto tanken. 1186, das ist schon krass. So. Motor ist gestartet. Der Regen ist vorbei. Licht ist an. Regen kann man. So. Los geht's. Viel Geld verdienen wir jetzt durch diese Tour nicht gerade. Weil von der Kilometerzahl her, der Kilometerpreis war ja jetzt auch nicht so schlecht. Haben jetzt zwar gerade nicht mehr im Kopf. Aber schlecht war er auf jeden Fall nicht. Wow, sieht man wieder so viel. Ich könnte es ein Arschloch sein und Fernlicht anmachen. Naja, auf jeden Fall war das jetzt echt knapp mit Schlafen und im Schlafen wäre man durchgekommen. Das Problem nur wäre halt wirklich gewesen, benzinmäßig. Ganz knapp gewesen. Ja, wir sind jetzt dann gleich da in 37 Minuten. So Kilometer, Minute, komischerweise sehr identisch. Und dann sind wir auch schon gleich in Verona. Schön. Fahr gerne hier in Italien. Fahr eigentlich überall gerne, muss man mal so sagen. Oh, ich bleib gerade rechts. Wir müssen rechts runter. Easy going, würde ich sagen. Ich mag alles gerne hier in ETS. Ist einfach cool. Es macht Spaß mit dem Lenkrad zu kaufen, war einfach mehr als wert. Es war ja damals so, ich habe ETS gedacht, oh, macht bestimmt Spaß. Hab's dann mit einem Joystick gespielt. Ja, ging in Ordnung, aber war jetzt nicht so cool. Dann habe ich es irgendwann wieder nicht mehr gespielt. Dann habe ich es wieder drauf gemacht und dachte mir, hey, nimm doch ein Lenkrad, das macht doch bestimmt Spaß. Vor allem spielst du ja noch Formel 1. Macht mit dem Lenkrad natürlich auch mehr Spaß. Habe ich ihn auch getestet. Übergeil. Einfach übergeil. Richtig krass. Aber ich muss eine richtige Halterung haben. Ja, da habe ich mal im Internet geschaut und dachte, die guten sind schon sauteuer. Was ich mir auch noch holen werde. Ja, dann habe ich mal ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen geschaut und Facebook Marketplace. Ich weiß gar nicht, auf welchem. Ich glaube, den habe ich auf Facebook Marketplace dann gefunden. Da sehe ich so, oh, einer in Freiburg hat den Force GT. Driving Force GT. Ist schon ein bisschen älter. Erfüllt aber seine Zwecke. Ich glaube, er wollte, weiß gar nicht, 40 Euro oder so. Bin ich hin, habe mir das Ding geschnappt, zu Hause angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Er ist ein bisschen laut, aber
Er erfüllt seinen Zweck und das Spielen damit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja. Oh, fucking Pack, Scheiße. Oh, mir ist das Ding weggerutscht unten. Fuck. Das nervt mich am meisten. Das Ding hat einfach ist nicht rutschfest. Also es ist doch einfach. Obwohl ich den Teppich diesmal runtergestellt habe. Boah, hoffentlich der Ladung jetzt nichts passiert. Auf einmal standen die da und ich bin Vollbremsung und dann habe ich mein Gaspedal sonst wohin geschoben. Oh Mann. Ja. Nee, ich repariere jetzt noch. Mal gucken, vielleicht hält das Auto noch durch. Ich hoffe es. Da hinten ist immer noch ein Fragezeichen. Das werde ich noch gleich erkunden dann. Das mache ich aber immer offscreen. Ich werde wahrscheinlich auch noch zwei, drei Touren jetzt noch danach direkt weitermachen jetzt. Und die nächste Folge wird wahrscheinlich dann nicht. Na, vielleicht. Mal gucken. Jetzt habe ich ja nicht viel aufgenommen. Ich könnte noch mal ein Völkchen aufnehmen, aber muss bald arbeiten. So. Betrieb DHL. Komm, wir machen mal auf Nummer sicher. Ja, ich habe keinen Bock mit hier ja, die ganze Zeit so. Ist scheiße. Dann gehen wir hier lieber auf Nummer sicher. Fahren hier schön rein. Ich sehe nichts, du Arsch. Oh. Perfekt. Yeah. Jede Wette, dass ich ihn platzieren kann. Okay, ja, bisschen Schäden, ja, das tut mir leid. Aber Geld her, würde ich sagen, ist eigentlich relativ in Ordnung. Welches Level sind wir eigentlich denn jetzt? 15. Ich gehe mal kurz in den LKW-Händler. Gehen wir mal. Nee, ich gucke nächstes Mal. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Euer Black Forest Gamer. Tut mir leid, ist ein bisschen kürzere Folge jetzt, aber ist ja hier eh immer egal. Ist generell egal. Also, ciao.